Willkommen zurück zu einer neuen Folge Pixel Piracy. Und dann gucken wir doch mal, ob wir nicht für unsere Piraten hier das Schiff schon mal ein bisschen größer bauen können. Kann man nicht einfach mal so eine Kabine noch bauen vielleicht oder so? Ich habe ein Feld nach oben, haben wir ja gesehen, können sie mal laufen. Dann machen wir doch mal das Ganze so. So. Und vielleicht noch hier so oder da dann noch so für den Captain oben. Kommt der überhaupt nach oben? Ich weiß gar nicht. So. Machen wir es mal so. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Vielleicht nochmal so. Und das hier auch nochmal drehen eine Runde. So. Und... Ach nee, das schaut dumm aus. So. Vielleicht nochmal irgendwie dann eine Treppe nach oben. Damit die da auch irgendwie hochkommen. Ja, mal schauen. Haben wir noch irgendwie vielleicht ein bisschen Futter gerade bekommen? Dekor haben wir hier oben noch. Machen wir hier noch ein bisschen was hin. Und Nahrung haben wir leider gar nichts mehr. Also da müssen wir unbedingt mal was tun. Er hier ist ja billig. Den können wir jetzt noch mal ein bisschen zufriedenstellen. Er braucht schon wieder was? Also echt. Ja, von mir aus. Aber Moral hat er für echt nicht viel. Hatte ich da nicht irgendwas gefunden, dass er weniger Moral verliert? Das hatte, glaube ich, der andere. Genau. Dann nehmen wir ihm mal das hier weg. Und geben ihm mal dafür das hier mal. Oder dass er explodiert. Ist doch cool. Und dann geben wir dem anderen mal das. Ja, der ist ja echt verdammt teuer. So. Kann man jetzt dem hier vielleicht das Schild geben? Ja. So. Und dann sollten wir mal... Wir müssten mal wieder zu irgendeiner Stadt hin oder so. Ah, cool. Da ist doch eine. Machen wir uns mal direkt auf. Wir brauchen dann definitiv irgendwann mal irgendwie eine Leiter, um da hinten hochzukommen bei dem Schiff. Später werden wir ja sowieso dann nur noch auf der oberen Ebene rumlaufen, weil das untere wird dann einfach so hier unter Deck sein. Also im Wasser ist hier schon eine ganze Menge los, also... Das wundert mich gar nicht mehr, warum die immer sterben, wenn sie ins Wasser fallen. Ah, sind wir recht gut durchgekommen anscheinend durch die Stadt. Na dann. Wir brauchen wieder einen neuen Mann. Oder besser gesagt, diesmal gleich zwei. Und, ich glaube, wir nehmen am besten eine Angel diesmal mit für den einen. Adios. So, mal schauen. Also einen sollten wir auf jeden Fall uns holen. Ich weiß nicht, der eine war so teuer. Irgendwie, finde ich, haut sie dann aber doch nicht raus. Ja, nehmen wir vielleicht mal... Wenn wir uns zwei kaufen. Ja, nehmen wir die beiden. Und... Dann vielleicht noch am besten was zum Essen. Hier, Fishing Rod. Ich denke mal schon, dass die da eine braucht, oder? Aber warum zählt das als Waffe? Na, fand ich so teuer. Naja, egal. So, Fishing Rod. Und dann direkt mal die Crew equippen. Er hier ist ja der Fischer. So. Dann hoffen wir doch mal, dass es auch funktioniert bei ihm dann. Dann die andere Crew, die neu dazugekommen ist. Er hier. Oh nee, er ist schon wieder so ein komischer. Er ist eine Pupmaschine. Na super. Der hat gar nichts hier drauf. Oh, was kriegen wir denn immer für wertlose...
Der will 334? Im Ernst? Das ist doch ein Witz, oder? Okay, der hier ist schon ein bisschen besser. Und er kann nicht lesen. Also er kann nichts lernen. Oh, super. Dann geben wir ihm am besten ein Kaboom. Und ein Schwert nur, dass er wenigstens dann irgendwie vorgeschickt wird. Was kriegen wir denn hier für komische Leute immer mit? So, und nochmal Früchte dabei. Und dann geht's aufs Schiff zurück. Schiff-Setup. Dann packen wir mal unsere Nahrung hier drauf. Und Früchte. So, passt. Dann hoffen wir doch mal, dass der eine noch ein paar Fische angeln kann. Wie viele sind wir jetzt eigentlich schon? 1, 2, 3, 4, 5, alles klar. Gut, dass wir einen haben, der das Schiff sauber hält. Der jetzt hoffentlich auch ein bisschen was angelt, weil langsam wird es dann doch ein bisschen knapp mit der Nahrung. So, was haben wir denn hier außenrum? Städte, Inseln, explored, explored. Gehen wir mal dahin. Lieber mal speichern. Ah, wie es aussieht, angelt er jetzt auch. Yay, er angelt Fische. Passt. Super. Damit haben wir jetzt die super Kombination, weil der eine kocht sie dann direkt. Ja, was hat diese Insel hier zu bieten? Vier von den Heinis, okay. Naja, die müssten wir eigentlich schaffen, oder? Na, ich bin mal gespannt. Oh, also unsere neuen, die halten aber nicht viel aus. Oh jemine. Aha, verdammt. Dann laden wir mal lieber neu. Okay, also, dass der eine explodiert, war vielleicht nicht so cool. Dann geben wir dem hier lieber. Dass der explodiert, war auch nicht so cool, glaube ich. Na egal. Lassen wir es erst nochmal so. Und vielleicht finden wir ja irgendwas, was ein bisschen angenehmer ist. Können ja nochmal kurz hinsegeln, weil da ändert sich ja immer permanent alles. Das war ein bisschen blöd, dass die immer nur alleine dann auch zurückkommen. Und anscheinend passt das hier nicht. Wir müssen das, glaube ich, eine Etage höher bauen. Ansonsten laufen die da nicht durch. Das ist eine Insel voller Skelette. Oh je. Naja, Gott, probieren wir es einfach mal. Haben die gerade irgendwie geschossen oder so? Oh, der eine hat jetzt nur noch 5 Leben. Der hier, dann geben wir ihm dann direkt mal was für Lebensenergie. 20 halt er damit, okay. Also viel hat er ja gar nicht. So, 5, 5, alles klar. Hat noch irgendwie ein bisschen Schaden bekommen. Er hier. Und er kriegt einfach mal 5 und 5.
5. So. Ein bisschen taktischer kämpfen hier. Oh Gott, der eine kriegt aber auch Schaden. Er hier. Ah, geheilt. Kommt. Yes. Hui. Also jetzt haben wir hier schon, glaube ich, ganz gut was eingenommen auf der Insel. Eine Bone Blade. Da bin ich doch mal gespannt, was das ist. Er hier ist, glaube ich, unser guter Kämpfer. Wow. Die ist doch mal geil. Vierer Attack, das ist doch echt mal ordentlich. Aber er braucht unbedingt ein bisschen mehr auf den Rippen hinten. So. Und den Rest packen wir mal hier rein. Der muss unbedingt mehr Schaden machen. Was haben wir dann noch so bekommen? 50% Hunger. Okay. Ja. Gucken wir erstmal zu dem Bananenbaum. Yay, Bananen. Na, das geht doch eigentlich sogar ganz gut gerade. Mal schauen, was wir hier noch in der Kiste haben. Jede Menge Gold. Wow. Da war ja echt ordentlich was drin. Krass. 20% Dodge. Female Piraten. Okay. Yay, yeah, da sind ordentlich gute Sachen dabei. Dann geben wir ihm hier mal... ja, Female Pirates are attracted to you. Wunderschön. Und ein bisschen mehr Damage bei ihm. Und den Rest auf Vitality. Und er hier... Oh, das Kaboom ist, glaube ich, echt nicht so toll für ihn. Dass wir mehr Gold bekommen. Ein bisschen mehr in die Abwehr bei ihm rein auch. Und er hier... Ja, weniger Moral verlieren ist schon super. Hm. Was hat er jetzt da? Der Tribal Shield. Dann geben wir ihm mal lieber das Black Cape, dass er eine bessere Dodge-Chance hat. Und... Der hier ist echt so unser Liebling. Der kriegt jetzt mal... Nee, Ranged Weapon nicht. Melee Weapons equipped. Nochmal eine bessere. Yay. Der ist mir jetzt richtig sympathisch. So. Das war doch spitze. Guck mal, ob wir noch ein paar Bananen mitnehmen können. Nix. Na, dann geht's auf zum Schiff zurück. Aber da basteln wir doch noch mal ein bisschen dran rum hier. So. Das da auch weg. So. Da sieht es doch auch irgendwie gleich ein bisschen sympathischer aus, das Schiff. So. Irgendwie sieht es doch so ganz cool aus. Noch ein bisschen Dekor für oben drauf. Solange wir noch nichts haben für den Captain. Den einen Fisch kann man hier noch hinpacken. So. Und dann ist doch unser Schiff schon zumindest ein bisschen überlegener. Optisch zumindest. Na, wir haben zumindest jetzt diesmal keinen verloren. Kommen die hier nicht hin, oder? Ich glaube, die kommen da nicht hin. Ah, dann muss ich das hier erstmal wegmachen. Dann machen wir es einfach erstmal ein bisschen länger, das Schiff. Machen wir das hier nochmal alles weg. Und... So. Und dann vielleicht einfach mal... Irgendwie hier nach hinten so ein bisschen was.
Was einfach nur ein bisschen dicker da machen. So. Und dann hier nochmal eins hin und da nochmal eins hin. Machen wir es so, würde ich sagen. Noch ein bisschen Dekor wieder. So. Und jetzt wieder unser Futter drauf. Das passt doch jetzt. Und dann auf die Weltkarte und die haben wir erkundet, die noch nicht. Dann fahren wir noch mal dahin. Ach, ich sollte vielleicht auch hinschippern. Genau, lieber speichern. So, was haben wir hier für eine Insel? Uiuiui, die sind aber, glaube ich, schon ein bisschen stärker. Na, mal gucken. Hoffen wir doch mal, dass er noch nicht so viel Damage macht. Ah, das geht doch. Warum haben die ja nicht Knarren und wir nicht? Yes, komm. Go, go, ihr schafft es. Yes. Das ging doch ganz gut. Elixier und Grindstones, jede Menge. Dann schauen wir doch mal, dass wir da noch die Waffen ein bisschen aufwerten. Er hier bekommt erstmal ein bisschen Kohle. Vielleicht mal ein bisschen mehr Nahkampfschaden. Vitalität mal bis zum nächsten Punkt nach oben. So. Hier vielleicht auch nochmal ein bisschen. Agi hoch. Passt. Und den Rest. Okay, schauen wir doch mal, was wir jetzt noch bekommen haben. Er hier hat ja jetzt. Genau, da geht die Waffe noch. Geht ruhig noch einmal nach oben. Nee. Nee. Auch nicht. Alter, 40% Chance. So, passt. Das ist doch jetzt mal richtig gut für den. Ja, ich würde halt schon mal gerne irgendwie Ranged Weapons upgraden, aber den Stein im Ernst? Naja. Boah, ist der hier teuer. 334. Ich glaube nicht, dass ich den noch länger dabei haben will eigentlich. Das ist ja schon irgendwie ein Witz, oder? Für das, was der leistet. Der hier ist ja okay. Aber der andere, das ist schon irgendwie, naja. Jetzt hauen wir nochmal die Krabben hier kaputt. Na komm. Die da auch noch. Und die da noch. Krabbenfleisch, yes. Schick mal die Crew mal zurück aufs Schiff. Nee, andersrum. So rum und die Crew zurück aufs Schiff. Und der Captain geht nochmal zum Kokosnussbaum. Noch irgendwas da? Nö. Scheint nicht so. Dann zurück aufs Schiff. Genau, er angelt noch mal ein bisschen. Und dann gucken wir doch mal, ob wir nicht noch ein bisschen das Essen gerade bekommen. Ach nee, ich glaube, das Krabbenfleisch und sowas musste man den Leuten dann direkt geben. Genau, ja. Ah, aber das hat sogar noch ein bisschen HP, das ist doch super.
Okay, dann sind alle an Bord. Mal gucken. Passt. Super. Stufe 1 Piraten nehmen wir immer mit. Leichte Beute ist für den Anfang, glaube ich, ganz gut. Und irgendwie kommt der eine da nicht nach da oben. Müssen wir echt nochmal ein bisschen an dem Schiff rumbauen später. Na klar, machen wir platt. Ah, sind trotzdem zu zweit. Und er hier mag nicht mehr. So. Ach, er hat auch keine Lust mehr, jetzt zurückzugehen, der hier. So. Können wir das nicht noch irgendwie aufnehmen, was hier drauf liegt? Komisch. Ich will ihn ja nicht umbringen auf dem Schiff, aber... Also er hier ist ja okay, aber der andere... ich weiß ja nicht. Können wir das irgendwie wieder wegnehmen? Aber ganz im Ernst, dafür können wir einen komplett neuen Piraten holen, der viel besser ist als er. Also er weigert sich anscheinend auch jetzt komplett rüberzukommen. Okay. Wir können das anscheinend gar nicht. Naja, super. Naja, dann hat er nochmal Glück gehabt. So. Ach, als Dankeschön kackt er uns direkt da oben drauf. Okay, super. Ja, Gott, schippe mal dahin. Wir brauchen ja einfach jetzt wieder ein bisschen Kohle, nachdem er uns jetzt hier komplett ausgenommen hat. Echt? Oh, ein Schiffer. Wie es aussieht, sind das hier Seeleute? Ja, es sind alles Seeleute. Aber es sieht aus wie Fischer. Genau, das war das Wort, was ich gesucht habe. Ja, die sind doch schön einfach. Ja, die haben auch nicht besonders viel dabei gehabt. Na dann. Weiter geht's. So. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwas Sinnvolles in der Nähe haben. Inseln, Inseln, Inseln. Ach Gott, das hier klingt doch lustig wieder. Was heißt denn das hier eigentlich? Komisch. Oh, unsere Hülle hat aber auch ganz schön schon gelitten. Ja, ich zähle, wir haben so viele Kosten. Ja, wir hätten nicht so viele Piraten holen sollen. Mal schauen, was sagt denn die Hülle hier unten? Ja, klar. Erfahrungspunkte. So, mal schauen. Und jetzt, ja, wir müssen ja quasi zu den Piraten. Mal speichern. Er zwingt uns ja quasi dazu, dass wir das machen. Und dann hat er auch noch so wenig Lebensenergie. Also, das ist schon echt so eine...
Wasser. Und haben wir noch irgendwas für ihn? So, eine Banane und dann passt das Ganze. Dann ist er wenigstens wieder voll. Ah, das schöpft sie doch aus nach einer lukrativen Beute. Und eine Kiste. Yay, yay, yay. Und Whisky gibt's auch noch. Wunderbar. Ein Bouncy Beard. Okay. Was ist denn das? Attackers get knocked. Okay. Und Whisky macht ein Level hoch. Ja. Dann gucken wir doch mal, was wir hier noch so haben. Er hier hat, dass er weniger kostet. Das ist auch ganz dringend nötig. Aber er ist jetzt sogar noch teurer. Super. Dann geben wir ihm hier mal das da. Und er hier, dass er billiger wird. Und ja, der braucht einfach hier ein bisschen Power, der macht überhaupt keinen Schaden und aushalten tut er auch nichts. Ach, das ist schon echt der Sorgenkind hier. Und dann er hier noch ein bisschen. So, er bekommt das Schild. Und dann sieht das doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Der Whisky macht sogar noch ein Level hoch. Das ist natürlich auch nochmal ziemlich cool. Dann machen wir mal, würde ich sagen, ihn hier vielleicht ein Level hoch. Genau. So, und den Rest auf das da. Passt. Der ist jetzt schon mal richtig gut geworden. Haben wir da nicht jetzt nochmal irgendwas zum Upgraden? Ranged Weapon, Melee Weapon. Ah, das sieht doch schon richtig gut aus. Oh, ich will einfach nicht, dass ich seinen blöden Stein upgrade. So, und plündern. Passt. Und dann gucken wir mal, ob wir uns nicht vielleicht eine schöne Stadt hier aussuchen. Da ist doch eine recht nah. Genau, und speichern. Oh, wir haben 13 Parts direkt acquired. Haben wir jetzt gerade einen verloren? Ach, der ist verblutet, okay. Naja, okay. Der war eh zu teuer. Shit, haben wir sein Item wenigstens wieder bekommen. Mist, dass er weniger Moral verliert. Naja. Kann man den wiederbeleben? Anscheinend nicht. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal eine Pause und sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.